Donau 3 FM präsentiert. Schlag den Ortlieb. Das Finale bei Schlag den Ortlieb. Ein grauer Tag und der Ortlieb ist in Meditation versunken. Es hat einen Grund, denn das Finale wird heute draußen stattfinden. Schlag den Ortlieb, angetreten ist Sandra aus Neu-Ulm. Ortlieb darf nämlich auf eine Slackline. Für Menschen, denen es vielleicht nichts sagt, das ist ein Spannboot, der normalerweise zwischen zwei Bäumen oder Boss oder irgendwas aufgestellt wird. Und dann muss man da rüber balancieren. Der als erstes runterfällt, hat verloren. Okay. Jetzt ist er oben auf der Slackline. Er hält. Oh. Und ein fataler Sturz. Ah. Ah. Okay. Was war das? Ist gut? Nein. Wetterbedingungen. Dann hat man 400 Euro gewonnen. Nein. Ja. Super! Doch toll, oder? Ja, klasse! Was machen wir mit dem Geld? Mit mir verreisen? Nein! Der bräuchte einen neuen Esstisch. Wer wir? Ja, mein Mann und ich und unser Sohn. Aber wenn ich das wusste, dass du verheiratet bist, hätte ich geschlagen. Ja. Und jetzt vielleicht noch eine Slackline kaufen und daheim im Garten spielen. Bisschen üben, ja, vielleicht. Mal gucken. Toll. Gut, habt ihr gratuliere. Super, danke. Hat sie dir verdient. Klasse! Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, danke auch. Super!